Paulchen, er sitzt schon wieder vor seinem Fressnapf und wartet. Sagt aber kein Mucks. Der weiß, die Zeit ist noch nicht dran. So, bei mir gibt es Wochenende Buletten. Hier habe ich den Teig drinne. Und hier kommen die Zwiebeln, die brate ich immer so ein bisschen glasig an. Und dann kommen die dann da rein. Aber das dürfte schon reichen hier. Mal gucken. Die sollen ja nicht braun werden, sollen ja nur etwas glasig werden. Ja, sieht ganz gut aus. Das könnte reichen dann. So. Gut, ich werde jetzt erstmal hier drin machen. So, die Zwiebeln sind drin. Dann werden wir die ganze Sache ein bisschen vermischen. Aber dazu bräuchte ich rechte Hand. Mal Kamera ausmachen. Herr Paul, du musst noch warten. Sei ja nicht deine Zeit. So, das sieht alles gut aus, alles fertig. Pfand steht auch schon da. So ein bisschen abgewaschen habe ich auch. Denn ich mag das nicht, wenn hier alles so voll steht. Herr Paul. Paulchen beobachtet alles. Wird mal mein Nachfolger. So, meine Buletten sind in der Pfanne. 8 Stück in der großen. Eine in der kleinen. Zum Bleiessen. So, jetzt kann ich so langsam brutzeln. So, die habe ich schon gewendet. Und das dürfte eigentlich auch gut sein, ne? Ja, kann man auch wenden. Denn eine gute Bulette wird nur einmal gewendet. Die werde ich gleich essen. So, Buletten sind gewendet. Sehen ganz gut aus. Die ist fertig. Mein Abwasch ist auch fertig. Hat alles so nebenbei gemacht. Sieht ein bisschen besser aus. Naja, bescheiden. Pauschen liegt immer noch da. Ja, die Welt gleich was geben, wa? Wa, Paul? Paulchen. Ja, das schnuppert, wa? Das ist ein Duft, nicht? Der sagt nicht einen Ton. Ein ruhiger und geduldiger Kater. So, die sind auch gleich fertig. Jetzt werde ich Paul mal ein bisschen Leckerli geben. Der arme Kerl, das fährt er hier vom Hocker, wa? Ja? Ich glaube, das kann ich hier fertig machen. Wie sieht es aus? Oh ja, gut, super, aus. Paul ist zufrieden jetzt, hat sein Leckerli. Jetzt guckt er, ob er rausgeht oder nicht. So, mit mir ist alles in Ordnung. Meine Buletten sind fertig. Meine Bulettenpfanne auch sauber. Die habe ich schon über 20 Jahre. Und da werden nur Buletten drin gebraten, nichts weiter. So, Abwasch fertig. Ich bin fertig. Jetzt werde ich das Video zusammenbauen.